ist unmöglich, daraus zu paddeln. Auf Longboard schon mal gar nicht. Oh, es ist auf jeden Fall möglich. Jetzt kannst du zeigen, was du wirklich drauf hast, Großer. Hey, ist gar nicht so schwer. Okay, und wie kommen wir da runter? Ich kenne da nur einen Weg. Wie bitte? Nein! Ist das dein Ernst? Nein! Jay! Hey! Ich habe dein Fahrrad gesehen. Du hast mir nichts gesagt. Und? Kennt sie die Regeln? Nein. Zurück, zurück. Oh, Verzeihung. Es hat was von Eiskunstlaufen. Es gibt Punkte für die Kombination aus Stil, Ausführung und Schwierigkeitsgrad. Zum Beispiel beginne ich mit dem gestreckten anderthalbfachen, hoher. Ich wiederhole, hoher Schwierigkeitsgrad. Der Beckenrand muss mal sauber gemacht werden. Wenn du den triffst, bist du sofort disqualifiziert. Nein, warte. Das ist doch ein Scherz, oder? Nein! Vorhang auf! Oh mein Gott! Elegant, Blondie. Das Einzige, was das überbieten kann, ist ein Rückwärtssalto. Weil man blind eintaucht. Nein, das kann ich mir nicht ansehen. Musst du aber. Du bist unsere Jury. Nein, Jay! Willst du reinkommen? Ja! Yeah! Ja! Na los, lass uns surfen. Mr. Moriarty. Mr. Moriarty. Hast du mal das Gefühl gehabt, zu etwas Größerem bestimmt zu sein? Etwas, das größer ist als du? Ich habe das niemandem gesagt. Erzähl's nicht weiter. Mavericks gibt es wirklich. Mavericks? Vielleicht die gewaltigste Welle, die es gibt. Daran glaubt niemand. So was hast du noch nicht gesehen, das schwöre ich dir. Ich will diese Welle reiten. Diese Welle ist ein Mythos. Und wir vier, die sie surfen, wollen auch, dass es so bleibt. Bringen Sie es mir bei. Eine falsche Drehung und du krachst mit 80 Kilometern die Stunde auf Wasser hart wie Beton. Der Junge wird die Welle sowieso reiten. Selbst wenn er dabei draufgeht. Würdest du das nicht? Diese Welle entsteht nur bei starken Nordwestströmungen. Und das Zeitfenster schließt sich in 12 Wochen. Wir bleiben also 12 Wochen. Alles klar. Wir müssen ein paar Dinge festlegen, bevor wir loslegen. Erstens, du sollst deines nächsten Wagen nicht demolieren. Entschuldigung, Sir. Das nennen sie den Friedhof. Lass dich nicht von der Strömung da hineindrücken. Das würde dich zerfetzen. Du musst mindestens 4 Minuten die Luft anhalten können. Das ist unmöglich. Ich werde mal ignorieren, was da gerade passiert ist.
Pass auf den Jungen auf. Das wird alles verändern. Was ist, wenn Sie sich irren? Und wenn ich recht habe? Es gibt solche und solche Söhne, Frosty. Manche bringst du zur Welt, manche tauchen einfach auf. Erschlägst du den Drachen ganz allein oder muss dir dein Ersatz-Daddy unter die Arme greifen? Hier geht es um mehr als nur Surfen. Hier geht es darum, die eine Sache zu finden, die dich frei macht. Das schafft der Kleine nie. Warum halten Sie ihn nicht zurück? Weil ich nicht kann. Keiner kann das.